Ja, soll ich den einen Zweig der Höhle lasse ich jetzt einfach mal so zugemauert, glaube ich. Es ist mir zu gefährlich, da jetzt aufzumachen und da irgendwie. Na gut, man könnte ein Loch aufmachen und dann die Creeper beseitigen. Boah, erschreck mich nicht so, du Fledermaus. Ich glaube, das sollten einfach nur so ein bisschen Scare-Jump sein hier, die Fledermäuse. Ach so, meinst du? Ja, gut, ich ja. weiß nicht, die kam jetzt auf jeden Fall so um die Ecke gescheißert. Mich so ein Das kleines ist bisschen natürlich verjagt. auch so ein klassischer Horrorfilm-Soundeffekt, ne? So. So von früher. Ja. Einfach mal so im Augenwinkel, weißt du, poppt irgendwas auf. Du solltest mir vielleicht auch zeigen, wo die Creeper sind, dass ich da nicht mich reinbuddel oder hingehe. Ja, kann ich machen. Wir brauchen Schilder, um da so Sachen auszuzeichnen. Wo bist du denn? Eine Sekunde. Ich gehe noch mal dahin. Zumindest glaube ich, dass ich da hingehe, wo die eben waren. Ach, da bin ich gar nicht mehr. Ich komme gleich zurück. Ich baue hier noch Ich guck noch mal Gold ab eben. Ich hier. Wir haben bin hier so. tierisch Glück mit dem Gold. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich weiß ja nicht, wie viel du hast, aber ich habe schon 12. Ich habe, wo ist es denn? 10 Blöcke. Ich baue uns hier auch mal einen Höhleneingang zu, ja, und zwar mit Sand, dann erkennt man das schön wieder. Da oben sind noch wesentlich mehr Gänge und vor allem ist da eine Hexe. Da habe ich gerade gar keinen Bock drauf. Ich höre Geräusche aus Hörst du dem Kies Sand? ab, oder Sand, Ja. ja. Ja, das war ich. Gut. Dann musst du irgendwo hier in der Nähe sein. Ich bin beim Aufstieg. Ah, da, ich habe dich, glaube ich, gerade gesehen. Ja, hier. Beim Hier. Aufstieg bin ich. Genau. Ja, hier rein kommt noch mehr Höhle. Hier in die Richtung da. Es ist erstaunlich, dass ich noch nicht völlig den Überblick verloren habe, aber ich glaube, lang ist es nicht mehr hin. Oh Mann, hier ist ja noch eine Höhle. Ach nee, das ist winzig. Ja. Soll ich dir den, Oh, Zombie höre ich. Okay. Ach, ich glaube, hier ist ein anderer Eingang in dieselbe Höhle. Oh, Was? Überall, wo Sand ist, sind Monster dahinter, okay. Okay. Oh, der kommt sogar runter. Das ist ja gut, weil ich gerade hier irgendwie so am Eideln bin. Da kann ich ja wenigstens bei dir was zeigen. Ich bin mir auch gerade so ein bisschen unsicher, was ich jetzt weitermachen soll. Ich wollte dir eigentlich kurz den Eingang da zeigen zu den Creepern. Mach. Und dann Okay. würde ich weiter in meine Farm bauen gehen. Wir Ich brauchen wollte nur. irgendwie einen, ja, sowas wie Sand zum Beispiel wäre ein guter Indikator dafür, wo jetzt irgendwie blöd ist. Andererseits könnten es natürlich probieren. Ne? Ich weiß nicht, wie es da noch weitergeht. Vielleicht ist da auf einmal hier, das ist die Wand. Vielleicht ist da ja irgendwas Geiles. Keine Ahnung. Ist da noch was? Da sind sie Ich guck mal kurz verschwunden. durch. Oh, Sei einer direkt um die Ecke. vorsichtig, ja. Lohnt sich nicht. Also der andere Gang, wo ich war, da waren jetzt auch noch irgendwie Könnte sich auch irgendwie so ein drumherum, bisschen aber es Nutzen. ist alles blöd. So richtig schön ist das nicht. Moment mal. Wenn die einen so einen Block kann ich eigentlich aufmachen, oder? Ja, genau. Boah, mach mal hier ein Moment. bisschen eben vielleicht, dann kann man da. Ja. Ja. Okay. Wie gesagt, da waren mehrere, sei vorsichtig. Ja, aber ich glaube, es ist nur noch einer da. Ich will ja nur nicht, dass wir hier irgendwie voll das Minensystem verpassen oder so. Okay, und jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Ich hätte noch einen, glaube ich. Einen einzigen. Da ist er, ich sehe ihn. Aber ich habe den anderen, glaube ich, einmal angeschlossen. Moment, ich kümmere mich Er mal. müsste eigentlich umfallen gleich. Oh. Okay, Frage ist nur, wo ist der andere hin? damit haben wir auf jeden Fall schon mal gezeigt, dass die Creeper im Hard-Modus nicht definitiv explodieren, sobald die einmal angefangen haben. Ist nochmal Gold. Was ist das da? Das ist Lapis, ja. Ich hatte gerade übrigens schon wieder so einen Sound.
Und ich habe da unten noch Diamant. Creeper. Ja. Mhm. Sorry, also, der war die ganze Zeit da. Ich hätte vielleicht sagen sollen, dass der die ganze Zeit schon da ist. Ja, schadet ja nicht. Also, ich habe ihn erst spät gesehen, aber... Ne? Besser Sicherheit. Diamanten. Oh! Shit. Wo ist er? Ich habe ihn nicht gesehen. Fuck. Ich hätte es dir beschrieben, aber er war schon am explodieren. Mhm. Ich hab ihn nicht gesehen, beim besten Willen. Ich habe, glaube ich, nichts verloren. Ich habe ein halbes Herz verloren. Schlimmer ist, dass ich fast wieder in die Lava gesprengt wurde, aber ist okay. Alles gut. Hinter mir ist ein Skelett übrigens, den Gang hoch. Entschuldigung. Mir kommt hier alles so dunkel vor, hier ist noch mehr Diamant. Was, echt? Wir werden sterben, das Skelett, ja. Na. Der hat einen verzauberten Bogen. Droppt er ihn? Nö. Ach, als ob, das tun die doch nie. Und wenn, dann sind die immer so bei 0,001% ja. Haltbarkeit. Ich fühle mich nicht so wohl hier bei der Höhle. Nee, wir sollten. Oh nein. Oh Gott. Oh Mann, ich wusste, dass ich es schuld bin am Ende. Oh, damit fällt mir ein Stein vom Herzen. Dann darf ich das nächste Mal auch. Oh Mann. Ja, das nächste Mal bist du dran. Ich bin sehr vorsichtig. Ich sag sogar noch, ich fühle mich so unwohl hier bei der Höhle und dann ist unter mir direkt Lava. Ich bin so blöd und buddel unter mir. Oh. Ach, alles gut. Ich bin aber echt nicht mehr rausgekommen. Ne? Das ist mir auch noch nie passiert. Ich kann dir sagen, ich habe die Diamanten hier mal abgebaut noch. Es wären 11 Stück jetzt, die ich habe. Also ich habe deine auch noch aufgesammelt. Ach, die sind gar nicht in die Lava gefallen. Ach so, bin mir nicht sicher. So, ich kann irgendwas, glaube ich. Ich kann ja spectaten. Ach ja. Na gut. Na. Also wenn da noch was lag, habe ich es aufgesammelt. Ich glaube, da lagen noch welche. Okay, also ich glaube, das Höhlensystem ist groß. Nur so. Ja, oh, jetzt kannst Mann. Du kannst dich jetzt viel besser umgucken als ich. Ja. Ja, das definitiv. Ja, zeig doch noch ein bisschen was. Hier, man will ja auch ein bisschen was bieten. Ja, ich muss das mal finden, wo wir waren. Oh, ich habe keine Fackel. Ach, hier natürlich nicht hin. Ach, das tut mir leid, Achi. Da müssen wir wohl noch einen Versuch starten. Schon alles gut. Wo ist denn die Höhle? Ich bin verwirrt. Ich hatte mich schon gefragt, ob ich bei dem Folgentitel irgendwie so Episode 1 oder so hinzufügen soll, aber da dachte ich mir, ach komm, dann machen wir bestimmt 100 Folgen und dann nutze ich das nicht und dann haben wir keinen Bock mehr. Aber vielleicht probieren wir es ja nochmal. Also. Ja. Episode 1 in welchem Sinne jetzt? Wie heißt das Wort, verdammt? Nicht Episode, sondern halt so. Eine Saison. Season 1. Es geht schnell los mit der Season 2 dann, will ich mal sagen. Oder machen wir die dann nächstes Jahr? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich ein anderes Wort suche als Season, aber egal. Hier ist noch so einiges an Höhle vorhanden. Also so richtig, richtig viel an Höhle ist hier noch vorhanden. Ich trinke auf unseren Sieg über die Lava. Ach nee, es war ja andersrum. Naja, egal. Dann eben, ne? Frustsaufen, Prost. Ach Gott, ey, dann war es so dumm. Ich mag es ja gern, mich zu übernehmen mit den. Wir haben ja gesagt, es wird dumm enden. Also. Ich habe aber schon insgeheim gehofft, dass du es. Haha, jetzt kommt's. Ich zwischen schon so viele Spiele erfolgreich nicht gestorben bin. Ich würde es anders formulieren, aber ich habe schon gehofft, dass nicht ich es bin, sag ich mal. So kann man es auch sagen. Ah.
Ja gut, ich würde sagen, haben wir wieder was gelernt? Vielleicht, wer weiß, mal schauen. Und ja, ich bin jetzt hier eigentlich nur noch am Hin und Her gehen, weil ich nicht so recht weiß, was ich machen soll. Mein Inventar ist auch proppe. Ich finde dich zum Glück relativ schnell. Ach, weißt du was? Ich fliege jetzt wieder um dich rum. Also die Höhle ist gigantisch. Ja. Also richtig gigantisch. So, das musst so du dir auf jeden Fall mal angucken. Das nimmt mir jetzt nämlich den letzten Rest Motivation, da jetzt noch weiterzumachen. Ich habe unsere Diamanten einfach mal versenkt. Was soll's? Es lohnt sich jetzt ja nicht, hier weiterzumachen. Nein, nein. Also du kannst natürlich gerne weiterspielen, aber... Nein, Quatsch. Das sind ja jetzt hier 3 Ingame-Tage ganz, gefühlt. Ganz ehrlich, abgesehen davon, wenn ich jetzt irgendwie Minecraft in Anführungszeichen alleine spielen will, beziehungsweise aufnehmen will, dann habe ich ja noch Vivecraft darüber hinaus. Das kann ich vielleicht an der Stelle auch mal sagen, die jetzt die Woche irgendwie so stressig. Ich komme überhaupt nicht zum Zocken. Das ist ganz schlimm. Hier sind 4 Skelette gerade. Oh ja, schön. Ach, weißt du was, kommt, holt mich. Jetzt falle ich hier runter und die holen mich nicht. Los, ich bin bereit. Wie viel Gold hier noch gewesen jetzt wäre? Jetzt fällt das Skelett auch noch in die Lava. Er hat es wenigstens noch geschafft, sehr schön. Ah, da sieht man die Null in meinem Namen, der Nulchi. Ja, aber es ist in einem O drin. Oh, ich hatte ganz kurz noch eine Hand. Mich ärgert sehr, dass wir dieses schöne Dorf hatten bei uns. Das ärgert mich sehr, dass das jetzt weg ist. Wir haben beim nächsten Mal sind wir irgendwo in 5000 Chunks voller Wüste ohne alles. Warte ab. Mal gucken, ja. Ach, hier die Hühnchen. Ich kann die Hühnchen beobachten. Boah, obwohl wir ja statistisch gesehen Glück haben mit den Start-Seeds. Ich meine, den ersten haben wir schon nicht genommen, weil er zu gut war. Der sah zu gut aus, ja. Hätte jeder gesagt, wir hätten da... uns den ausgesucht. Oh Mann. Also du musst dir das definitiv später in meiner Aufnahme angucken. Ja. Wir hätten hier noch eine ganze Weile. Die ganze Welt wird es sehen. Quatsch, die 3 wieder. Das heißt ja nicht, dass du das sehen musst. Das stimmt. Kannst ja vorher abschneiden. Wir können ja mit demselben Seed nochmal anfangen. Dann stellen wir das Ganze hier nach. Oder wir können ein Backup einspielen. Das geht vielleicht auch. Und dann machen wir einfach einen Cut, weil es merkt niemand. Ja, machen wir einfach da weiter, wo wir waren. Dann behaupten wir einfach, es ist nie passiert. Ja. Ja. Wir behaupten einfach gar nichts. Machen einfach so weiter. Ja. Es wäre, ja. Das hätte man schon ein bisschen cheaten, so, ne? Selbstverständlich wäre das Cheaten, das habe ich auch nicht wirklich vor. Hallo. Ich weiß. Ja gut, es war, ja, sagen wir, es war das erste Experiment hier. Einfach mal ein technisches Experiment, ob das hier alles so funktioniert mit der Aufnahme. Das war ja so geplant alles, ist ja ganz klar. Jetzt haben wir die letzten Stellschräubchen an unserem Aufnahmesetup festgezurrt, eingestellt. Jetzt geht's erst richtig los. Ja. Ach so, das war ja, das ist stimmt, das ist Episode 0. Ja. Machen wir das so. Ich dachte, ich fliege noch kurz rum und gucke, ob in die Chunks laden jetzt. Ach doch, die laden auf dem Server sogar. Ne, die laden nicht mehr nach. Aber ich wollte mal gucken, ob hier noch ein Hier wäre der Dschungel gewesen Block ist, ganz kurz. Ich bin da auch, glaube ich, gleich fertig mit. Hier wäre der Dschungel Experience. Da ist unser Dorf. Ist auch von oben hübsch. Ja, war ein großes Dorf. Gut, ohne, ach, da ist das Dorf, genau. Ohne Schmiede und so. Oder wir waren einfach blind, ich weiß es nicht. Ich werde im nächsten Run so dermaßen vorsichtig spielen. Was? Na gut, ich werde es nachher sehen, aber was genau war das Problem? Ist da Lava eingebrochen? Oder? Ich habe direkt unter mir den Block weggemacht, das war so der richtige Noob-Fehler. Wie ihn kein Mensch macht, der das Spiel länger als eine Stunde gespielt hat. Naja. Ich habe halt die Diamanten quasi befreit von ihrer Umgebung, um zu gucken, ob da Lava ist. Weißt du? Also. Damit ich die nicht abbaue und die in die Lava fallen und ich nicht mit Wassereimern rumspielen muss, um das zu verhindern, buddel ich eigentlich immer gern drumherum, einmal so leg ich die komplett frei. Und genau das wollte ich gerade machen und habe verkackt. Bist ertrunken,
Das war der die Todesursache. Tod durch Ertrinken. Ja. Ja, wenn man so heiße Lava bekommt. Das ist schon nicht gut. Dann kann das Atmen schon mal problematisch werden. Und hier wäre die Mine gewesen. Ja. mit dem Spinnspawner. Hat mich übrigens hat mich jemand gefragt, warum du so so ein hohes Field of View hast. Bist du das irgendwie so gewohnt von anderen Spielen oder ist das halt generell Übersicht? Oder? Auf jeden Fall. Also das Default FOV von Minecraft fühlt sich für mich so an, als würde ich so Doom oder so alte Spiele spielen. Also das als wäre es nötig fürs flüssige Spielen. Also es fühlt sich für mich sehr flach an. Keine Ahnung. Die meisten Spiele sind so zwischen 75 bis 90, oder? Echt so hoch? Also, ich weiß, also Minecraft ist für mich das Spiel, das Einzige, wo ich mich irgendwie wunder. Ich stelle eigentlich nie das FOV bei Spielen um, außer bei so hier Fallout und so, ist das Bethesda? Ich glaube Bethesda spielen. Da stelle ich die auch immer um. Ah, du hast einen 16:9 Monitor, oder? Nicht 16:10 oder so? 16:9. Mein FOV steht auf 90. Auf welcher steht, was steht deiner denn? Normal. Steht auf Normal. Achso, ja gut, dann ist das 70, ja. Normal ist 70. Wenn ich rechts oder links davon ein FOV auswähle, dann zeigt er mir eine Zahl an. In der Mitte ist Normal. Und das ist 70. Muss ich mal kurz gucken. Nee, oh, ganz schrecklich. Also das ist dann auch alles bei No Man's Sky schon aufgefallen. Das war natürlich besonders extrem, muss man dazu sagen. Aber da, na gut, da ist mir das auch aufgefallen. Aber da hattest du ja auch Probleme, dir das anzugucken, oder? Ja, aber das war schon extrem. Schrecklich. Ja. Ganz, ganz schrecklich. Ist jetzt nicht so, dass mir da irgendwie schwindelig geworden wäre davon, aber es war sehr gewöhnungsbedürftig. Ich habe eine doofe Frage. Ja. Gibt es in Minecraft Lamas? Seit neuestem, ja. Also, ansonsten weiß ich nicht, was das hier sein soll. Ja, das kann gut sein. Ach, guck mal, da sehe ich auch gerade eins. Ach, du bist auch hier. Ich sehe dich. Ja, ich bin in dir. Man sieht die Köpfe rumfliegen. Ich frage mich auch, durch das Herumfliegen hier, spawnen dadurch auch, also werden die Chunks aktiv dadurch? Offensichtlich, ne? Weil, naja, die Tiere und so bewegen sich ja. Die werden aktiv, heißt, aber wenn du hier rausgehst, dann verschwindet die ganze Welt, ne? Wenn du hier aus dem Rand rausgehst. Also es wird dort nichts nachgeladen. Ach so. Okay, also das heißt, die Tatsache, dass wir hier rumfliegen, ändert nicht wirklich den State der Welt, ja? Weil das wäre halt ein bisschen doof sonst. Ich glaube nicht. Also was heißt State? Die Tiere laufen ja rum, insofern ändert sich schon irgendwas. Das ist schon richtig, nur wenn das jetzt so ist, weil die Spieler in dem Fall sowieso so nah wären, dass die Spieler, dass die Mobs sich weiter bewegen würden, dann ändern wir durch die Tatsache, dass wir hier rumfliegen, ja nichts an dieser Tatsache. Ne? Nee, es ist zum Beispiel auch so, wenn du hier in die Mine fliegst und dir da jetzt eine Kiste suchst und die Kiste öffnen willst, dann sagt er dir, dass der Inhalt noch nicht gespawnt wurde und du die deswegen nicht öffnen kannst. Aber wenn du zum Beispiel, du kannst aber normalerweise in Kisten reingucken. Interessant. Wenn du in den Tempel hier fliegst, in den Sandtempel, da kannst du in die Kisten reingucken. Ja gut, weil dann würde man wirklich was festlegen, ne? Wenn er sich irgendwie, wenn er erst den Random Number Generator anwirft beim Öffnen der Kisten, wenn man sie öffnet, dann würde man dadurch ja den State der Welt verändern, tatsächlich. Das ist interessant. Wobei ich mir nicht weiß, ob der wirklich erst generiert wird, wenn du die öffnest, weil kannst du so eine Kiste nicht theoretisch von der Entfernung kaputt machen und dann kommen die Items raus, die drin sind? Oh, das weiß ich gar nicht, ob man das so mit einem, in irgendeiner Art und Weise vielleicht. Werden die durch Lava zerstört? Ich weiß halt nicht, ob die durch Pfeile kaputt gemacht werden, keine Ahnung. Ach, guck mal, das TNT in dem Tempel, wo wir waren, das existiert scheinbar auch noch nicht. Also die Blöcke unterhalb von der Schalterplatte da sind, naja, zumindest nicht geladen. Hab ich auch schon angeguckt. Ja. Ja. Woher kommt das eigentlich, dass man Dinge früher sieht, wenn die am Rand existieren vom Sichtfeld?
Habe ich mich auch letztens schon gefragt. Ich habe ja schon gesagt, irgendwie so, wie sieht das Frustum da aus? Ich meine, das wäre ja, ne, die Farplane ja platt vor einem liegen. Wenn man jetzt das Bild so verdreht. Ach so, das kann das, sein. Ist ja. Die Geometrie dann einfach näher an der Farplane dran? Stimmt, wenn man eine richtige Viewing Distance hätte, dann wäre das Viewing Frustum eigentlich. Hätte ja eine gekrümmte Farplane. Das ist richtig. Wäre ja. Ne? Eigentlich schon, ja. Ist aber platt, deswegen ist es weiter weg, als es eigentlich sein sollte. Dadurch ist die Geometrie näher an einem, als sie. Naja, was heißt, als sie wäre. Sie ist halt da, wo sie ist, aber ja. Ist halt nicht so weit im Nebel versteckt, ne? Das stimmt. Irgendwie sowas. Something along those lines. Oh, hier ist ja noch eine richtig versteckte Hütte im Dorf. Mit nichts drin. Oh. Oh, da ist ein Villager drin. Bist du in der Nähe des Dorfes gerade zufällig? Hier ist der Tempel. Na gut, allzu sehr verlaufen kann ich mich hier eigentlich nicht. Wenn du vor dem Tempel auf die Tür guckst, musst du in der Richtung links und dann immer weiter geradeaus. Moment. Vor dem Tempel auf die Tür guckst, links und dann geradeaus. Mhm, glaube ich. Oh Gott, oh Gott. What the? Jetzt despawnt hier die ganze Welt. Ja, dann bist du aus dem Rand raus. Ach so, dann sieht man na, gar nichts mehr, okay. Oder hab ich vielleicht habe ich es auch falsch gemacht. Bullshit geredet. Ah, doch, oh, du hast recht, ja. Ja, doch, das ist tatsächlich sogar ungefähr die gleiche Höhe wie das Village. Das Village. Und das sind die Village People hier? Ja, genau. Ah, verstehe. So, und wo bist du? Ich bin, Moment, über der Kirche jetzt. Ah ja, ich sehe dich. Ja, genau, und dann hier unten. Ach, da, ja. Und hier ist ein Hütchen. Und der hier drin ist echt arm dran. Das ist allerdings richtig. Oh Gott, da ist echt jemand. Oh Gott, die Tür. Schön, man sieht befreien, sie so ein kleines bisschen. Was ist das eigentlich für ein komischer gelber, die gelbe Erde? Oder ist kein Gras drauf. Wie macht man die? Weißt du, es ist so eine Erde ohne Gras drauf, aber auch nicht nur Erde, sondern da ist irgendwie so ein Der Gelber. Gehweg, ja, den genau. Kannst du machen, wenn du mit einer Schaufel Rechtsklick machst auf dem Erdweg oder so. Da muss, glaube ich, Rasen drauf sein und dann... Ach, das muss ich mal ausprobieren. Ja, du kannst diese Wege kannst du machen. Ich mach die nie, aber das geht irgendwie. Ach komm, lass mal ein Beten gehen, oder? Hier in der Kirche. Hier ist sogar jemand, ja. Ich habe ja mal ein Dorf gebaut und dann habe ich auch alle diese Dorfgebäude nachgebaut. Da gibt es auch in der Wiki-Anleitung für jedes Gebäude und die Kirche ist das mit Abstand nervigste Gebäude. Das kann man. Also außer so du zählst so Sachen wie Jungle Temple oder so. Die sind noch anstrengender wahrscheinlich. Ja. Auch noch mit den Gerätschaften da drin, die ich nie verstehe. Ich habe bis heute nicht verstanden, wie diese Mechanik da funktioniert in den Tempeln, ehrlich gesagt. Sollte ich mal nachgucken. Dieses Rätsel da, naja, keine Ahnung. Ich mache immer alles kaputt, um da ranzukommen. Ich kloppe auch immer die Tür auf. Mhm. Ist halt einfacher. Okay. Ja. Dann. Es war jetzt ja noch vielleicht sogar noch ein bisschen unterhaltsam hier. Dann steht ja wahrscheinlich bald ein Neustart an, ne? Bald einfach mal ein Reboot. Na. Ja, schätze schon. Gucken wir mal, hauen wir erstmal alles raus, was wir haben. Vielleicht kann ich jetzt ja die nächsten Tage noch ein bisschen was nachholen an anderen Spielen, die ich noch so rumliegen habe. Vielleicht mal das eine oder andere beenden, dann, ja. Und dann gucken wir mal, wann wir den nächsten Versuch starten. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir die nächsten Tage ja irgendwann mal ein bisschen mehr Zeit. Sieht zwar nicht so aus, aber mal gucken. Ja. Okay. Ja, ist schwierig. Na gut, dann sag ich an die Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Erst recht vielen Dank, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt, unser Gequatsche. Und dann sieht man sich in der nächsten Aufnahme, würde ich sagen. Vielen Dank
Und tschüss. Tschüss.